Hey Leute, wie versprochen gibt es heute endlich das Video dazu, wie man sein Outfit schnell, einfach und unkompliziert für jeden beliebigen Anlass zusammenstellt. Viel Spaß! Die Basics habt ihr ja bereits schon im ersten Teil kennengelernt, worauf es bei einem Kleiderschrank mit Konzept darauf ankommt. Was ich aber vergessen habe zu erwähnen ist, dass es natürlich auch von Vorteil ist, seine Kleidung nach Farbe zu sortieren. Dies vereinfacht nicht nur die Übersicht um einiges, egal wie überfüllt dein Kleiderschrank ist, sondern bildet auch schon eine kleine Grundlage zur einfachen Zusammenstellung eurer Outfits. Ihr könnt das Ganze entweder so wie ich machen, von hell nach dunkel oder von dunkel zu hell, je nachdem wie ihr das haben möchtet. Aber kommen wir auch schon zur Zusammenstellung eines Outfits. Bevor man sich an die Auswahl seiner Kleidung macht, sollte man sich natürlich die Gedanken drum machen, zu welchem Anlass man sich kleiden möchte und sich dann daran orientieren. Man kann sein Outfit entweder nach einem Oberteil, Kleid oder einer Jeans sozusagen ausrichten und dann sein Outfit darauf aufbauen. Da ich gleich in die Stadt gehen möchte, möchte ich etwas Bequemes, aber trotzdem was Stylisches tragen. Deswegen wähle ich hierzu den champagnerfarbigen Pulli und baue mir mein Outfit darauf auf. Als nächstes suche ich mir natürlich dann die passende Hose heraus. Hierzu wähle ich eine helle, zerrissene Jeans von Kubus aus. Man kann natürlich auch eine dunkle nehmen, aber wie bereits schon erwähnt, möchte ich ja etwas stylischer aussehen, deswegen nehme ich die zerrissene Variante. Um sich vorher schon ein Bild darüber zu machen, wie die Teile aufeinander wirken, ob sie gar zusammenpassen, ohne die vorher angezogen zu haben, könnt ihr die Teile einfach übereinander legen und schauen, wie die aufeinander wirken. Hierbei, wie ihr sehen könnt, passt diese Kombi super gut. Zum Schluss wähle ich noch einen hellen Mantel aus, um ein wenig Farbe in mein Outfit zu bringen. Hier würde aber eigentlich jede beliebige Jacke dazu passen, da ich ziemlich neutrale Farben gewählt habe. Damit alles auch schön vollständig ist und gut ausschaut, lege ich mir hierzu noch eine schwarze Tasche und passend noch schwarze Schuhe hinzu. Und fertig ist auch schon mein Outfit, welches ich in Sekunden zusammengestellt habe. Wenn man mal etwas weniger Lust auf Farbe hat, kann man ganz einfach nach einem schwarzen Oberteil greifen, dazu eine passende Jeans in Schwarz oder Grau auswählen. Zum Überziehen eine schwarze Jacke oder auch eine Lederjacke auswählen. Und zum Schluss einfache Boots oder auch gar weiße Sneakers zum Kontrast dazu kombinieren. Und fertig ist auch schon das zweite Outfit. So einfach lassen sich Outfits in Sekundenschnelle zusammenstellen, wenn der Kleiderschrank nach Konzept gefüllt ist. Wobei natürlich auch die Übersicht sowie auch die Ordentlichkeit ebenfalls eine sehr große Rolle spielen. Ansonsten war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Ganze gefallen und freue mich auch schon aufs nächste Mal. Tschüss!